Ja, schönen guten Tag. Heute bleiben wir wieder so bei den Themen System Change, not Climate Change, System Change, Antikapitalista und Postwachstum. Ja, ganz kurz heute nur. Wenn wir zum Beispiel, wie von Postwachstumsprofessor Pech vorgeschlagen, eine Kontingentierung für Umweltgüter einführen. Wenn wir sozusagen CO2-Steuern oder CO2-Kontingentierungen einführen oder wir führen, was ja auch sinnvoll ist, eine Zuckersteuer ein oder eine Salzsteuer ein, um damit positive Wirkungen auf die Gesundheit zu entfalten. Das sind alles richtige Bemühungen in die richtige Richtung. Aber jetzt kommt die Schlüsselfrage. Warum denn nicht gleich alles richtig machen? Weil wieder bei all diesen Maßnahmen zählt ja wieder der Mensch nicht. Also wieder geht es nicht darum, wie ich mich als Mensch in diesem System fühle und wie meine Gesundheit sich entwickelt. Also ja, also ich kann kontingentieren, so viel ich will. Oder ich kann eine Zuckersteuer einführen. Dann werden die Konzerne 50 Jahre lang Studien bezahlen, die angeblich beweisen, dass Zucker doch gesund ist und nicht gesundheitsschädlich ist und so weiter. Dann haben wir denselben Krach und Streit wie bei den Zigaretten, wo wir jetzt auch 50 Jahre Forschung haben zur Frage, ob Zigaretten krank machen oder nicht. Und immer noch rauchen Massen an Leuten und immer noch wird geraucht, an jeder Haltestelle wird geraucht und werden die anderen vollgequalmt und so weiter. Also das heißt, wir haben immer noch nichts erreicht, obwohl wir doch riesig da Tabakwerbungsverbote und Zigarettenverbote in Kneipen und so weiter. Überall haben wir uns bemüht und erreicht haben wir nichts, nicht viel, ja? Und das ist eben der Punkt. Wenn wir im Kapitalismus einfach den Menschen sein Wohlbefinden und seine Gesundheit ausblenden und nicht zum Maßstab aller Dinge machen, dann wird der Kapitalismus immer wieder Wege finden, den Menschen am Ende zu schaden und Profit zu machen auf Kosten der Menschen. Also am Ende wird der Kapitalismus wieder und immer wieder über Leichen gehen. Und das kann ich nicht verhindern, durch keine Kontingentierung, durch nichts kann ich verhindern, dass der Kapitalismus mal wieder über Leichen geht, sozusagen. Ja, also von daher, die Lösung ist also die, dass ich gehe mal auf die entsprechende Seite, wir gehen googeln wieder nach den neuen Galileis, Scientists for Future 2, rechte Maustaste anklicken, Google, ja, Impressum haben wir hier zur Auswahl. Wir gehen mal einfach wieder auf die Startseite. Hier haben wir die Startseite, haben wir das Menü, aber wir gehen mal den anderen Weg. Wir können auch vom Menü direkt hier auf Sammlung wichtiger Links, übrigens hier findet ihr erklärt, wie das ist mit den 900 Milliarden und dem Kohlestopp 26. Da könnt ihr den Artikel nochmal lesen, wie eigentlich das geplant war. Eigentlich hätten also schon am 18., 19. Mai 19 hätten eigentlich Greta Thunberg und Fridays for Future schon längst am Ziel sein können. Aber wie gesagt, irgendwas stimmt da nicht, ne? Und dann haben wir hier ja das derzeit beliebteste Video, könnt ihr anklicken. Geht es um vegane Ernährung und wie die Galileis, die neuen Galileis dazu stehen, die Scientists for Future 2. Und dann eben hier die Sammlung wichtiger Links. Und da haben wir eben, ja, wo gehen wir da hin? Wir gehen hier. Verschwendung, erste Zwischenschritte. Wir gehen einfach hier auf erste Zwischenschritte. Na, komm. Erste Zwischenschritte. Und dann viele Leute, manche Leute sagen ja, sie finden sich nicht zurecht auf der Homepage. Dabei muss man nur einfach gucken können. So hier,
wird beschrieben, wie zum Beispiel die Kombireform Ernährung, Gesundheit und Pflege aussieht, die also den Menschen in den Mittelpunkt rückt. Und jetzt die große Lösung, ja? Und das ist eben genau das Entscheidende. Wenn ich in Zukunft Wohlfühlnoten abgebe als zweite Wahlstimme und meine Gesundheitskostenerwartungskurve errichtet wird und dann die tatsächlichen Gesundheitskosten mit meiner Gesundheitskostenerwartungskurve verglichen werden, dann erst steht der Mensch im Mittelpunkt des Systems. Und dann ist der Kapitalismus auch schlagartig beendet, weil mein Wohlfühlen, meine Wohlfühlnote und meine tatsächlichen Gesundheitskosten entscheiden über alle Gewinne aller Firmen, aller Geschäftsleute, aller Leute, die irgendwas Handel betreiben oder irgendetwas mir verkaufen oder sonst wie. Und plötzlich wird mein Wohlbefinden zum Wirtschaftsziel. Und dann haben wir es richtig gemacht. Also vergesst all diese Kontingentierung. Wir müssen einfach das Wohlbefinden der Menschen, die Wohlfühlnoten der Menschen zur Grundlage der Gewinnausschüttung jedes anderen Menschen, jedes Wirtschaftstreibenden in der Gesellschaft, jedes Lehrers, also jeder Berufsstand muss gekoppelt werden mit den Wohlfühlnoten und den Gesundheitskostendaten jedes Bürgers sozusagen. Da muss ein bestimmter abgestufter Filter sein, dass natürlich nicht jemand, der, was weiß ich, in München arbeitet, dessen Gewinne nicht hauptsächlich von den Leuten in Berlin abhängen, sondern hauptsächlich von den Wohlfühlnoten seiner Kunden in München. Und danach vielleicht könnte man das regional machen, dass dann eben auch die Summe aller Münchner Menschen und deren Wohlfühlnoten mit einberechnet wird, dann aller bayerischen Menschen mit einberechnet wird und dann als letztes aller Menschen bundesweit. Sodass also jeder, der irgendwo berufstätig ist, immer ein vitales Interesse hat an der Gesundheit aller, vor allem an meiner und an meinem Wohlbefinden. Tschüssi, bis bald.